Hey liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. Mr. Morgan! Dutch? Miss O'Shea? Well, feels like we are finally getting back on our feet. You find a buyer for them bonds we stole? Not yet, but Jose is working on it. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. But they don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Arthur! What's going on? They got Micah. He's been arrested for murder. He was in Strawberry. It's okay, son. Breathe. They nearly lynched me. They got Micah and the sheriffs in Strawberry. And there's talk of hanging them. Ears open. Arthur. What? The fool brought this on himself. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. No, I ain't saving that fool. I can't go. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. I don't think he would, but fine, all right. Arthur. You okay, Lenny? Yeah, of course I'm okay. You don't seem okay. You take that kid into town. Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur, no crazy business. I've given that up. And you get Micah out of that jail. Come on, son. I'll get to it, Dutch. Just can't drop everything. Dann wollen wir mal ihn aus dem Gefängnis holen. Aber erstmal heißt es noch Valentine reiten. Los geht's. Ich schau mal kurz hier was nach. Gut. Wir haben jetzt erstmal nur unseren Revolver. Yeah, you look like you've been through it. I'm beat. We finally get off that mountain, then this. Micah's got a crazy side offer. What were you boys doing? You're supposed to be scouting ahead. I kept asking him what we was doing, but he was... You worry too much, kid. Just some business to attend to, kid. You know how he is. Yes, I do. He was half soaked before we even got there. Then we ran into some fellas. One of them Micah knew, drank some more. And this is supposed to be a dry town we're in, too. Then he shoots one of them. I know how that goes. Couldn't even tell you quite how. Happened like the strike of a match. The law was on us fast, too. They was ready to strangle me up there and then. But I got away, just about. You're all right now. We'll take care of it. So you're gonna go get him? I'll come with you. Nah, you leave it to me. For now, let's drink some. Forget about Micah. It was drink that started all this. We'll just have a cup. Settle you down and head back, okay? Okay. Now, I should warn you. Me and a couple of the other boys, we got in a bit of a fight last time we was here. What kind of fight? Well, nothing big. No, we kept it clean. We're all good. Kill you. Here we are. Gut, ab in den Salon hier. So, lieber mal die Waffe einstecken. Halt, Wasser will ich auch nicht in der Hand halten. So. Gut. Der Action. Just one or two, right, Arthur? Of course, just a drink. No big drama. Can we get a couple beers, please? You! I don't want no trouble. You'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he's... He'll be fine. Here, have one for yourself. Thank you! Micah seemed to know a lot of people. Yeah. That was the problem. How you mean?
I mean, I done seen a lot of crazy stuff, but Mike... A lot of crazy stuff. Will you shut up? Will you shut up? Be quiet, buddy. Oh, there, dullard! My lord, you men is dull. Hey, leave this fool alone. Leave the fool alone? People been leaving me alone for the last... Listen, buddy. You're a charming fellow. One of the best. But me and the kid here, we're trying to talk business, so could you possibly leave us alone? No offense intended. Ain't no pleasing some folk. Just trying to be friendly. Oh. That's great, partner. Lenny, where are you? Hey, you see my friend anywhere? Don't ask me. Hey, Lenny! Lenny, where are you? See that fella? Oh Mann, wo ist Lenny denn nur hin? Can't find my friend. You know where he went? Sorry. What are you doing, kid? Hello, officer. You know what? I don't know. Close. No, why ain't you never married? Don't it have me. That's the thing, you see, because it... Lenny? Lenny! Get away from me! Now! Whoa, slippery little shit, ain't you? Was geht denn da unten ab? Lenny! Get up! Yeah! Get down from there! Hey! You know where Lenny is? Ja, Lenny ist auf dem Dresden. Na super. Who do you think you're talking to? Nobody. I'm talking to nobody. What did you say? What? I said, what did you say? Get lost, buddy. Shut up, mister. Yeah. Shut your mouth, mister. So, pack das alte Ding wieder ein. Oh Mann. Warum sind wir plötzlich in der Ego-Perspektive? Lenny, where are you hiding now? Lenny, wo bist du? Lenny! Lenny! Bastard! Lenny! Found you, Lenny! How many have you had, pal? Wo ist er nur? Ich glaube, ein Schlafwecker wäre erstmal so das Beste für uns. There you are, Lenny! I'm Clyde. You got the wrong fella. Lenny! Mein alter Freund, wo bist du? Ist hier oben. Alter, ist er da unten? Da sitzt jemand in der Ecke. Aua! We're looking all over for you, Lenny. Do I look like a Lenny to you? Damn it, Lenny, stop slumping off on me! Lenny, what are you talking about? Lenny, my boy! Lenny, du alte Socke, wo bist du? Na,
Also, merkt euch, Kinder. Niemals zu viel trinken. Sonst endet ihr wie er hier. Ach du Schreck, was geht denn jetzt hier ab? Ich bin kein Saufbold. Arthur! You alive? Arthur! You alive, Arthur? Degenerates. There's a fine for drunken violence in this town. You're just lucky no one was killed. Hey, we didn't start a thing. Yes, you did. Well, I don't remember. Either you fools got any money, it's $10 and you're free to walk. Sure. Now, get out of here. I don't want to see either of you around here no more. So, that was a quiet drink? First one was pretty quiet. Yeah, the first one was pretty quiet. At least it took your mind off goddamn Mikey. Well, that's certainly true. I gotta get out of here. I'm just gonna have a little sit down and feel sorry for myself. Okay, das war die Mission. Und jetzt geht es echt immer noch nicht besser hier, oder? Und wo ist unser wunderschöner Hut? So, dann müssen wir uns jetzt irgendwie darum kümmern, dass wir unseren Freund retten. So. Aber zunächst werde ich mir wohl erstmal was reinhauen aus unserer Tasche. So, was haben wir denn hier? Wir kippen uns einfach mal das rein. So, was können wir noch nehmen? Wir nehmen mal das. Lecker. Das nochmal. Und noch einmal. Wir rufen mal unser Pferd und schauen mal kurz auf die Karte. So, was haben wir denn hier? Hier ist eine Mission für den und wo ist die dritte hier? Ah, das ist dann wohl die Mission, wo wir unseren Freund retten müssen. So. Wir machen dort einfach mal hin. Ich hoffe, unser Pferd kommt schnell genug. Dahin kommt es. Halt, unser Revolver ist weg. Unser Messer? Das ist noch hier, okay.
So, Pferdchen. Gut, mein Revolver ist wieder da. Gut, lass mal aufsteigen hier. Lass uns mal von hier verschwinden. Naja, das war eine wilde Nacht auf jeden Fall. Du hast deinen Hut verloren. Du kannst dir bei deinem Pferd oder in deiner Garderobe einen neuen holen. Okay, gut, damit wissen wir Bescheid. Dann reiten wir jetzt erstmal zu unserem Ziel. Wie groß einfach auch hier die ganze Welt ist, ist schon echt Hammer. Vor allem, wenn man halt mal noch so das betrachtet. Diese Top-Grafik, große Spielwelt und so weiter. Wer bist du denn? So. Help a blind man. Wir geben dir was, komm. Okay, here you are. Unbelievable. So. Bitteschön. Just as evil begat evil your whole life long, so good may beget good. Okay. I ain't too sure what to make of that. Ich finde, das war die richtige Entscheidung, ihm was zu geben. Wir haben zwar selbst nicht viel Geld, aber der arme Mann soll da dann doch lieber ein kleines bisschen was haben von uns. Wir tun ja sowieso Leute leid, die kein Zuhause haben und so. Deswegen wollte ich ihm da jetzt wenigstens hier ein kleines bisschen was geben. Hey, wie, sie stecken hier fest. So. Was ist denn mit ihrem Pferd? My legs all numb. Please hurry. Yes. Yes. Just lift as hard as you can. Oh, thank you. Thank you. You saved sure. me. Oh, that was okay. bad. Okay. Sure. I could have been stuck here and starved or eaten. Oh, you poor, dumb animal. Oh. What'll I tell Mildred? Well. You need a ride home, ma'am? Oh, yes, mister, please. Thank you. Do you know Valentine? I live there. No problem. Okay, die Frau kommt aus Valentine. Gut, wir schaffen sie mal nach Hause. Yep. Danach kümmern wir uns um unser Ziel. Ich werde aber erstmal die Frau nach Hause bringen. Ich frage mich, was mit ihrem Pferd passiert ist. Travel this far alone, you know. I was off inquiring about a possible new line of work. I'd borrowed a friend's horse for the trip. See, my husband. Oh God! Sorry. I'm sure it is. A good opportunity. That's what I'm looking for. Not much work for a woman with a boy to raise. I won't work in no saloon, but I've got sharp eyes and quick hands. I was hoping to get a job working as a seamstress. A wealthy man said he'd pay me for the work. Sounds promising. Also doesn't sound real. Oh, you may be right, I suppose. He said he'd provide room and board for me and for my child. He wanted to meet me first. I'd be careful with offers like that, ma'am. I can't afford to dismiss offers like these, even if they do seem odd. Just be careful is all I'm saying. Let's go, boy! I may not have another opportunity like this. Now I'll have to pay Mildred back for her horse. I
It sure sounds like you're in a hard position. You finding me is the only good thing that's happened to me in a long while, sir. We're close now. Just a little further. Hey now! You out to trouble Lord! Me. Gute Dame, wir sind an unserem Ziel. We're here. Thank you for all your help. You're a good man. Glad I was able to help. You take care. Appreciate it. You be well. So, wunderbar. Jeden Tag eine gute Zeit. Also sagen wir, füttern vielleicht unser Pferd dann gleich mal. Unser Pferd geht es nämlich gerade nicht so gut. Dann lass uns ihm lieber jetzt was geben. So. Inventar. Pferdchen. Nein, so esse ich das, oder? Ja. Gegenstände Pferd, hier. Hier ist das doch, oder? Nein, das ist das, ja. So. Bitte schön, mein Kleiner. Oh, hat ihm das so gut getan? Ich glaube irgendwie nicht, oder? Boss, lauf! Das sieht so schlimm aus, was das Pferd gerade macht mit dem Kopf. Das wackelt so komisch. Ich muss nochmal ganz kurz hier was machen mit dem guten Pferdchen. So. Pferdenahrung. Ja, nimm das. Vielleicht hilft dir das auch noch ein bisschen. Gut. Jetzt geht es unserem Pferd hier perfekt. So will ich doch unser Pferd gesehen. Fit, ausgeruht und erholt. Und nicht schwach und so. Ja, aber ich finde, solche Nebenmissionen sollten wir auch immer mal ab und zu noch mitmachen, wenn wir solche auf dem Weg haben. Lass uns das Tier einfach am Leben lassen. Ich würde sagen, jagen tun wir vielleicht wirklich fast nur mit Dingsbogen. Wir haben ja sowieso auch mal bewährt, das mit Bogen machen, bleibt das Fell mehr, sagen wir mal, mehr unbeschädigt und ja, so mit Waffen zerstören wir halt das Fell, deswegen lieber wir dann mit einem präzisen Bogenschuss das machen, würde ich sagen. Halt, was war denn dort? Aber bei kleineren Tieren wie Hase oder so würde ich sagen, können wir eigentlich auch Revolver nehmen. Ich will mir mal noch so das Gebäude anschauen. Vielleicht rauben wir auch einfach mal ein paar Leute aus. Das ist ja sowieso ein bisschen außerhalb hier. Halt, kann man da überhaupt rein? Das sieht nicht so bewohnt aus. So. Wir gehen mal um das Haus herum. Hier ist jemand. Da draußen ist jemand. Hallo. It's high time you leave this here property and don't look back. Toll.
So sollte das nun nicht hier enden. Oh, Hilfe! So. Plündern. Und hier auch nochmal plündern. Ich wollte euch doch nicht mal umbringen. Eigentlich war jetzt mein Plan hier höchstens die zu bedrohen und so. Aber das waren Leute, die haben einfach direkt die Waffe gezogen. Vielleicht gedacht, ja, ich halte meine Waffe denen ins Gesicht und der denkt sich dann so, nein, nein, bitte nicht, lass mich in Ruhe und so. So, wir schauen mal hier. Hier gibt es nichts. Mal sehen, ob es hier irgendwo was gibt. Ja, das war diese abgeschlossene Tür. Reptilkarabiner, nein, den brauchen wir nicht. Wir haben hier einen. Den plündern wir mal noch. Was haben wir denn hier? So, das kommt mal mit. Schublade durchsuchen. Okay, wir haben was gefunden, um unseren Haarwuchs zu beschleunigen. Okay, nicht schlecht. Hier könnten wir uns auch direkt mal schlafen legen. Die Küche, denke ich mal, könnte jetzt hier so am interessantesten werden. Mal sehen, was es da so gibt. Jawohl, Dosengemüse. Das Dosengemüse. Noch mehr Dosenobst. Jawohl. Gegen Nahrung habe ich nichts. Also das ist wirklich perfekt. Nahrung brauchen wir sowieso immer. Ja, hier liegt auch Mais, sehe ich gerade. Okay, das können wir aber leider nicht mitnehmen. Schade. Schade, schade. Wir schauen uns mal hier noch ein bisschen um. Wow, ist da ein Hund? Oh, Hilfe! Weg mit dir! Ach man, Kleiner. Das wollte ich doch jetzt nicht tun. Gut, wir gehen mal noch hier rüber. Vielleicht gibt es da drin noch etwas. Ja, ich glaube, hier wird das bestimmt was geben, oder? Brotkanten. Ja, nehmen wir mal mit. Mais kommt auch mit. Mais ist sowieso immer gut. Ich persönlich mag auch sehr Mais. So. Let's go, boy. Ja, ich würde aber echt gerne mal jemanden ausrauben oder bedrohen zumindest, aber halt dann nicht gegen die Person kämpfen wollen. Einfach nur bedrohen, Geld einsacken von der Person und dann halt wieder verschwinden. Emma. Emma Eld French. Ich habe gerade zuerst Emma Land gelesen. Wir schauen uns mal hier bei der Ranch das große Hauptgebäude an. Gibt es vielleicht einen Hintereingang? Ja, gibt es. Ist der abgeschlossen? Bitte nicht. Okay, da können wir erst irgendwie gar nicht an die Tür ran. Da ist ein Wauwau. Hallo?
Okay, da können wir nicht ran. Also, den können wir mit dem Mann hier reden. What the hell is the matter with you? No doubt. I do interesting very well. It's trusting I don't do so well. Please. I know how to work with good people, Seamus. Halt, hier ist auch uns Ziel. So wie es aussieht. Very true. In that case, I'm an idiot. But I know how to get things done efficiently. Look at me. Why would I lie about this? Okay, ich glaube, zu den Leuten dort an der Scheune müssen wir hin. Für die Mission. So sieht es zumindest hier aus. Gut, da würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge von Red Dead Redemption 2. Ja, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da, schreibt doch gerne einen Kommentar und empfehlt mich weiter. Das war's, haut rein und tschüss.